Herzlich willkommen zum Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Informationssendung rund um die Themen Politik, Wirtschaft und Geld. Hier vom Parkett der Frankfurter Börse von Ihrer ARD Finanzmarktredaktion. Wir wollen Sie heute mit mehreren wichtigen Wirtschaftszweigen in Deutschland bekannter machen. Zum einen mit dem Bankwesen, zum anderen mit dem Handwerker. Beide Branchen ist vereint ein Problem, das ist der Fachkräftemangel, denn es werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter händeringend gesucht. Außerdem schauen wir, ob der Tankrabatt wirkt und wie er denn wirkt, nachdem es jetzt erste Daten auch gibt und Erhebungen, die dann eben das eine oder andere belegen. Da schauen wir einmal für Sie hinter die Kulissen. Ansonsten spielt natürlich die große Politik eine Rolle und dabei die sogenannte konzertierte Aktion, die die Bundesregierung ins Leben gerufen hat. Sie bringt dort die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Gewerkschaften und die Politik an einen Tisch, um sich einem Thema zu widmen, das sich als besonders großer Belastungsfaktor herausgestellt hat, nämlich die hohe Inflation. Natürlich angetrieben durch die massiv gestiegenen Energiepreise, aber auch Lebensmittel, das wissen Sie ziemlich genau, wenn Sie im Supermarkt einkaufen, sind deutlich teurer geworden in der Vergangenheit. Und das weckt natürlich durchaus Begehrlichkeiten auf der Arbeitnehmerseite, dass Löhne und Gehälter weiter steigen müssen. Diese konzertierte Aktion stößt auf ein einhellig positives Echo, auch in der Wirtschaft. Allerdings warnt man davor vor überzogenen Lohnforderungen und sagt, man müsse sich nicht an den gestiegenen Preisen orientieren, sondern an der Produktivität der jeweiligen Unternehmen, damit man eine gerechte Lohnsteigerung hinbekommt. Hohe Inflation, das ist auch ein Thema, das die Bankenbranche massiv umtreibt. Gestern auf dem Eurofinance-Gipfel in Frankfurt hier war das Thema Nummer eins. Aber es gibt auch andere Probleme, denn Banken schrumpfen momentan. Filialen werden geschlossen, werden abgebaut. Das trifft sowohl die kleineren Banken, Sparkassen, als eben auch die Großbanken. Die Commerzbank hat in diesem Jahr wieder tausende Arbeitsplätze beispielsweise abgebaut. Eine Branche, die sich komplett in einem Wandel befindet. Digitalisierung ebenfalls ein Problem. Alles Fragen, die ich jetzt mit Professor Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim besprechen möchte. Schönen guten Morgen, Herr Professor Burkhoff. Guten Morgen. Inflation treibt um, steigende Zinsen treiben um. Wie geht die Bankenbranche damit um? Ja, steigende Zinsen hat sie lange ersehnt, damit man wieder ein solides Geschäft machen kann, damit man als Bank eine wirkliche Funktion hat, nämlich Kapital zu verteilen, das tatsächlich knapp ist. Das war in der Vergangenheit nicht so, aber ganz so ungetrübt ist das nicht, weil viele Banken haben halt Geld langfristig zu niedrigen Zinsen ausgeleiht und jetzt wird die Refinanzierung tendenziell teurer. Die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, federt das zwar ab, aber zunächst mal machen die Banken Verluste trotzdem. Die Banken fordern höhere Zinsen, weil sie einfach mehr Angst vor den negativen Folgen einer hohen Inflation haben. Das heißt also, hohe Zinsen können auch zu einem Problem werden für die Bankenbranche. Ein weiteres Problem ist ja die Digitalisierung. Immer mehr Bankgeschäft wird ja quasi ins Netz verlagert, bedeutet automatisch, dass immer mehr Filialen dann unnötig werden. Das ist richtig. Und das Geschäft wird auch dabei immer mehr standardisiert. Es spielt immer weniger eine Rolle, dass man individuell auf den Kunden eingeht. Das hat auch was mit den hohen Regulierungskosten zu tun. Also immer mehr Mitarbeiter in Banken arbeiten eben nicht mehr mit den Kunden, sondern müssen regulatorische Anforderungen erfüllen. Damit wird der ganze Bankenapparat halt, wie Sie sagen, er rückt von den Kunden weg und muss in seinen Leistungen gegen den Kunden immer pauschaler, immer einfacher werden. Das ist für die Kunden keine gute Entwicklung, aber es ist tatsächlich zu beobachten. Dass Zweigstellen geschlossen werden, ist allerdings etwas, was angesichts des Technologiewandels und der wachsenden Bedeutung des Internets ein ganz natürlicher Vorgang ist. Also das ist nicht anders zu erwarten. Akzeptieren die Kunden und Kunden das denn oder ist es nur eine Kröte, die sie schlucken müssen? Ich glaube, sie akzeptieren es immer mehr. Es gab ja lange die Diskussion, wie das mit alten Leuten ist, die halt nicht irgendwo hinfahren können oder so. Inzwischen hat man, glaube ich, weitestgehend akzeptiert, dass die Banken und Sparkassen ihr Zweigstellennetzwerk der technologischen Situation anpassen müssen. Es ist ja auch so, dass immer mehr Menschen, auch ältere Menschen, sehr gut mit dem Internet umgehen können und deswegen diese klassische Servicefunktion der Banken halt eben tatsächlich in den digitalen Bereich verschoben wird. Also ich glaube, dass das relativ akzeptiert ist. Corona hat da auch bei geholfen, denn da sind halt auch viele auf die digitale Kommunikation zurückgeworfen worden, die vorher relativ fern davon standen.
Aber grundsätzlich kann man ja sagen, an dem klassischen Bankgeschäft hat sich ja nicht so viel geändert. Man führt Konten, man finanziert, man gibt Kredite aus. Oder ist da tatsächlich ein Wandel zu vollziehen oder ein Wandel zu beobachten, der sich vielleicht im Hintergrund auch abspielt? Das klassische Problem ist das gleiche, unverändert, vor allem im Kreditgeschäft. Will derjenige, dem ich Geld leihe, das Geld zurückzahlen? Kann er es zurückzahlen? Diese Probleme stellen sich immer und ein gutes Bankgeschäft ist vor allem auch ein gutes Kreditgeschäft. Wir haben natürlich Wettbewerber, sogenannte Fintechs, die im digitalen Raum entstehen, aber sobald die anfangen, eigentliche Bankgeschäfte zu machen, werden sie eben Banken auch sehr viel ähnlicher und häufig holen sich dann irgendwann auch eine Banklizenz. Also das ändert sich nicht so stark. Was wir als Problem haben, ist, dass das System halt immer technischer wird, immer bürokratischer auch. Und das führt dazu, dass diese klassische Hausbankbeziehung, die in Deutschland so stark war, dass die langsam an Substanz verliert. Das ist schlecht für die deutschen Unternehmen, vor allem für die kleinen und mittleren Unternehmen, die eben so eine besondere Beziehung brauchen, weil sie sind hochspezialisiert, was bedeutet, dass sie manchmal auch Krisenzeiten haben. Und da braucht man eine starke Bank, die dahinter steht. Wenn man das nicht mehr hat, wenn man einfach nur, soll ich sagen, pauschal behandelt wird, dann ist das für den deutschen Mittelstand sicher eine schlechte Entwicklung. Können denn die Banken dieser Rolle überhaupt noch gerecht werden? Sie schrumpfen ja auch und es geht Belegschaft verloren. Das ist richtig und das ist halt dieser Prozess. Man muss immer effizienter werden, eben weil die bürokratischen Prozesse teilweise regulierungsinduziert, also von der Regulierung ausgelöst, halt immer teurer werden. Und da muss man halt gucken, dass man an anderer Stelle einspart. Das geschieht tatsächlich beim Kunden. Das ist eine unerfreuliche Entwicklung. Und da müssten die Regulatoren sich auch ein bisschen Gedanken machen, welche aufsichtlichen Maßnahmen tatsächlich helfen. Da gibt es sehr viele. Und welche tatsächlich vor allem auch Bürokratie erzeugen, die dann eben das Bankensystem und die Banken ineffizienter macht. Die Ineffizienz führt natürlich dazu, dass man schrumpfen muss, weil man eben sein Angebot so nicht mehr wirtschaftlich darstellen kann. Großes Thema bei den Banken, so hat es zumindest deutsche Bankchef Christian Sewing gestern auch noch mal gesagt, ist ja das Thema Nachhaltigkeit, Umbau der Wirtschaft hin zu Nachhaltigkeit und der Klimawandel. In diesem Zusammenhang ist gefordert worden, die Kapitalmärkte in Europa stärker zu vereinigen und zu vereinen. Was kann darunter gemeint sein? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt da Vorstellungen, dass man alles sehr gleich gestaltet, dass also alles homogen wird, vor allem auch im Bereich der Banken. Das wäre aber eine schlechte Entwicklung, weil wir eben doch noch sehr unterschiedliche Finanz- und Wirtschaftssysteme in Europa haben. Wir brauchen durchaus individuelle Lösungen. Es ist sehr gut, wenn man jetzt versucht, stärker die Banken an der Stelle zu mobilisieren, weil sie eben auch spezifische Kompetenzen einbringen können, um nachhaltige Projekte wirtschaftlich erfolgreich zu machen und mit entsprechender Finanzierung zu begleiten. Das ist übrigens sehr viel besser, als wenn man dann hingeht und sagt, wir kaufen am Kapitalmarkt eben nur nachhaltige Anleihen, nachhaltige Wertpapiere, wo Projekte hinterstehen, die wir als besonders grün oder besonders nachhaltig in einem anderen Sinne einschätzen. Hier haben wir das Problem, dass diese Investition gefiltert wird in den Kapitalmarkt. Das heißt, es kann sein, dass wir damit relativ wenig bewirken, weil die anderen Projekte holen ja Geld am Kapitalmarkt dann eben anderswo. Das ist besser, wenn man eine spezifische Kompetenz hat. Die kann man tatsächlich in den Banken finden. Da können die Banken auch eine besonders wertvolle Rolle spielen. Wird man in diesem Zusammenhang und getrieben von dem Klimawandel und der Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit dann auch größere Fusionen noch beobachten können unter den Banken? Also der hauptsächliche Treiber für größere Fusionen ist tatsächlich die Regulierung, die hohen Regulierungskosten. Das ist der Kaufmann kennt das, das Fixkostenproblem. Wenn Sie hohe Fixkosten haben für die Regulierung, dann können Sie diese Fixkosten leichter tragen, wenn Sie ein höheres Geschäftsvolumen haben. Das treibt Banken in die Größe. Ich glaube nicht, dass man besser in der Nachhaltigkeitspolitik ist, wenn man sich weiter von den Kunden und den Projekten entfernt, indem man immer größer wird. Das ist, glaube ich, eine Fehlentwicklung. Da haben wir keinen besonderen Effekt. Es ist halt auch ein bisschen eine Frage, was für ein europäisches Wirtschaftssystem wir haben wollen. Eins, wo vor allem Großunternehmen dominieren oder eins, wo wir eben auch kleine und mittlere Unternehmen haben, die wirklich gut sind, die also nicht nur irgendwelche Standardtechnologie haben, sondern technologisch wirklich auch herausragend sind. Wir haben eben darüber gesprochen, Stellen werden abgebaut. Auf der anderen Seite beklagt die Branche aber auch Fachkräftemangel. Wie passt das denn zusammen? Ja, das ist ein generelles Problem in Deutschland. Wir haben natürlich ein Problem mit der Altersstruktur. Und das haben wir offenkundig nicht hinreichend gelöst. Und im Moment ist, glaube ich, eine der wesentlichen Hindernisse des wirtschaftlichen Wachstums neben den massiven aktuellen Problemen, die eindeutig da sind, also der Ukraine-Krieg, die Probleme in den Lieferketten, all das ist da.
Aber darüber hinaus haben wir ein ganz massives Problem auf der Arbeitskräfteseite, bei der Beschaffung von entsprechend qualifiziertem Personal. Und das trifft auch die Banken. Und das Geschäft wird halt immer technischer, immer digitaler. Das heißt, Banken brauchen vor allem Mitarbeiter in Bereichen, wo sowieso die Nachfrage sehr groß ist. Und die werden natürlich entsprechend teuer. Vielleicht auch einer der Gründe, warum die Banken relativ viel Angst vor Inflation haben. Denn ihre Kosten steigen natürlich entsprechend, wenn diese Mitarbeiter sehr teuer werden. Und ich habe jetzt gehört, man sollte nur an der Produktivität sich orientieren für gerechte Lohnanstiege. Ich glaube nicht, dass die Mitarbeiter das gerecht finden, wenn sie einfach immer weniger Kaufkraft haben. Da wird eigentlich von der Wirtschaft und von der Politik etwas gefordert, was die Menschen so nicht einsehen werden. Und wenn man die Verhandlungsmacht hat, weil man eben eine spezifische digitale Kompetenz hat, verbunden vielleicht mit Kompetenz im Bereich Finanzen, dann wird man sicher auch höhere Löhne durchsetzen können. Professor Hans-Peter Burghoff, Bankenexperte der Universität Hohenheim, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, und Fachkräftemangel treibt nicht nur die Bankenbranche um, auch das Handwerk ist davon betroffen. Zu Beginn des Ausbildungsjahres war das Wehklagen groß, dass nicht genügend junge Menschen einen handwerklichen Beruf mehr erlernen wollen. Das Resultat ist Fachkräftemangel in einer riesigen Branche, wenn man mal die Handwerksbetriebe alle zusammenzieht. Es gibt nämlich in Deutschland 1 Million Betriebe etwa. Es gibt fast 6 Millionen Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten. Aber der Zentralverband des Deutschen Handwerks beklagt, es fehlen 250.000 Handwerkerinnen und Handwerker, die händeringend gesucht und dringend gebraucht werden. Holger Schwannecke ist vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Schönen guten Morgen, Herr Schwannecke. Dieser Fachkräftemangel, den Sie ja selber auch skizziert haben, wie großes Kopfzerbrechen bereitet er Ihnen? Guten Morgen, Herr Wolf. Ja, der Fachkräftemangel macht uns große Schwierigkeiten. Wir sind ja im Handwerk zurzeit in einer extrem angespannten Lage. Das ist der aktuellen Situation geschuldet. Und die Betriebe sind in einem Spagat zurzeit. Auf der einen Seite müssen sie ein akutes Krisenmanagement an den Tag legen. Auf der anderen Seite betreiben sie aber auch ein Stück Zukunftswerkstatt mit Blick auf die transformatorischen Aufgaben, die sie vor der Brust haben. Also die ganzen Stichworte Klimawende, Energiewende, Transformation in Bezug auf Digitalisierung, Infrastruktur und vieles andere mehr. Und sie sind einem hohen Druck der Politik zurzeit ausgesetzt, Handwerk insgesamt, die positive Rolle zu spielen in diesen Transformationsprozessen, die dem Handwerk auch tatsächlich zukommt. Und dafür braucht es Fachkräfte. Und nun die Frage, wie kommt das, dass wir sie nicht haben? Das hat zum einen damit zu tun, dass wir demografische, riesendemografische Effekte haben. Wir verlieren im Grunde genommen alle 10 Jahre ungefähr 100.000 Schulabgänger, die uns zur Verfügung stehen. Und wir spüren darüber hinaus die Folgen einer verfehlten Bildungspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte, die fast ausschließlich fokussiert war auf den Bereich der akademischen Ausbildung. Und das spüren wir jetzt. Wir haben halt nicht die Fachkräfte, die wir brauchen. Warum nicht? Weil es auch an einem deutlichen Stück Wertschätzung fehlt für berufliche Ausbildung und für berufspraktische Arbeit. Und deshalb sind wir so massiv zurzeit unterwegs, da in den Köpfen und in der Praxis von Politik und von Gesellschaft etwas zu verändern. Und in welchen Bereichen werden besonders viele Menschen gesucht? Es zieht sich im Grunde genommen durch alle Bereiche und wir sind ein Stück weiter schon, als nur über Fachkräftemangel zu sprechen. Wir suchen mittlerweile auch ganz normale Arbeitskräfte, auch für einfachere Tätigkeiten. Wir haben natürlich einen besonderen Druck im Fachkräftebereich, in den Bereichen, die ich eben schon kurz angesprochen habe. Also all das, was zu tun hat mit Energiewende, mit Klimawende, mit Digitalisierung, da ist der Druck besonders hoch. Aber unsere Lebensmittelbereiche suchen genauso wie Textilreiniger und andere mehr. Also es zieht sich durch alle Bereiche. Sie haben eben beklagt, dass das Bildungswesen sehr stark fokussiert und ausgerichtet ist auf Universitäten, auf die akademische Ausbildung. Was fehlt denn Ihrer Meinung nach? Mehr Betriebspraktika in den Schulen oder was fordern Sie? Na, wir haben ja jahrzehntelang die Botschaft vernommen, dass man letztlich nur den Weg über Abitur und akademisches Studium beschreiten kann, um, ich hätte fast gesagt, im Leben glücklich zu werden, aber um Erfolg zu haben, um Zukunft
positiv gestalten zu können. Und deshalb die einseitige Ausrichtung auch in den Köpfen dieser Gesellschaft. Es gibt nur diesen einen zukunftsgerichteten Weg. Das sitzt halt tief. Und das müssen wir versuchen, auf alle Fälle zu ändern. Und das fängt früh an. Und deshalb ist uns mit Blick auf die Zukunft auch so wichtig, dass wir in den Schulen eine ganz neutrale Aufzeigung von Möglichkeiten bekommen, wie man Lebensweg gestalten kann. Der eine Weg über die berufliche Bildung, der andere über die akademische. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und beide Wege sind im Ergebnis gleich viel wert. Also in der ersten Stufe diese ganz neutrale Berufsorientierung aufzeigen, welcher Weg welche Möglichkeiten bietet. Das ist, glaube ich, der erste Schritt für die Köpfe. Da braucht es viel Engagement auf Seiten des Bundes und der Länder, der Kultusbereiche insbesondere, um da in den Köpfen etwas zu ändern. Stoßen Sie denn da bei der Politik auf offene Ohren? Ja, im Grunde genommen schon. Ich führe heute Morgen auch gerade wieder Gespräche geführt mit Politikern zu diesem Thema und es gibt einen großen Konsens, dass man hier was tun muss. Die Krux liegt nur immer dann in der Umsetzung. Denn wir müssen die Schulen natürlich auch tatsächlich erreichen. Und es gibt eine ganze Reihe von Schulen, die dann sagen, nein, nein, da lassen wir auch die Wirtschaft gar nicht zu. Wir sind ausgerichtet auf die Verleihung, letztlich auf die Vorbereitung akademischer Weihen. Und da hat die Berufspraxis hat da keinen Platz. Und das ist fatal. Wie gesagt, das müssen wir ändern. Und deshalb ist uns auch wichtig, dass wir als Signal in Gesellschaft eine geben, dass berufliche und akademische Bildung halt gleichwertig ist. Wir haben ein Gesetz, das sich dazu anbietet, das auch tatsächlich zum Ausdruck zu bringen. Es gibt einen deutschen Qualifikationsrahmen, der die Abschlüsse akademisch wie beruflich einsortiert. Und wenn man da beispielsweise formulieren würde, dass beide Bildungsstränge gleichwertig sind, dann hätten wir, glaube ich, als Signal in die Gesellschaft einen weiteren Schritt erreicht und gleichzeitig auch ein Signal für Politik, das als Verpflichtung anzusehen und entsprechend auch die Infrastruktur der beruflichen Bildung, Berufsschulen wie Bildungszentren, die die Wirtschaft und das Handwerk unterhalten, auch so auszustatten, dass sie mit den technischen Anforderungen auf der Höhe der Zeit sind. Man sagt ja so schön, Handwerk hat goldenen Boden. Es ist ja auch so, vielleicht muss man das etwas transparenter machen, dass es auch Handwerkerinnen und Handwerkern gelingt, mit ihrem Einkommen eine Familie zu ernähren. Absolut. Und das ist auch so. Handwerk hat in vielen Bereichen auch goldenen Boden. Und wenn Sie sich die großen Herausforderungen einmal anschauen, die wir gegenwärtig vor der Brust haben, dann reden wir über Klimawende, Energiewende, Digitalisierung, Infrastrukturausbau, regionale Versorgung der Bevölkerung insgesamt, dann werden wir das alles nur hinbekommen mit Handwerk, mit gut qualifizierten Fachkräften. Da schließt sich im Grunde genommen der Kreis. Und bei dieser Zukunftsprognose und bei diesen Zukunftsaussichten ist auch klar, man kann im Handwerk sehr, sehr gutes Geld verdienen. Das ist in der Tat eine Botschaft, die wir auch breit noch einmal streuen müssen. Holger Schwannecke vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Danke für diese Informationen und das Plädoyer für mehr handwerkliche Berufe. Und morgen startet die internationale Handwerksmesse in Deutschland zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder in Präsenz. Und es ist eben ein Thema, was die Menschen dort an den Messeständen umtreiben wird, nämlich der Fachkräftemangel, der sich immer weiter Raum schafft und immer weiter um sich greift. Auf der einen Seite, wir haben es gehört, weil das Akademische das Wichtigere, das Wertigere zu sein scheint. Auf der anderen Seite eben auch wegen des demografischen Wandels. Das heißt, es gehen inzwischen mehr Menschen in Rente, als dass junge Menschen nachwachsen, die einen Beruf erlernen wollen. Nun ist es so, dass natürlich abseits des Berufes auch die privaten Vergnügungen im Vordergrund stehen. Und diese sind auch oftmals ein Wirtschaftsfaktor. Es läuft gerade die Tour de France. Gestartet ist sie am Wochenende in Dänemark. Dort wurden die ersten Etappen vollzogen. Heute, nach einem Ruhetag am Montag, die erste Etappe auf französischem Boden. Heute von Dünkirchen nach Calais. Und das Interesse der Deutschen am Radsport ist
durchaus gegeben. Etwa 20% aller Deutschen sagen, ja, ich interessiere mich für Radsport und verfolge das Ganze zumindest mit einem Auge. Noch stärker wird dieses Interesse, wenn man sich auf den Wirtschaftsfaktor Fahrrad mal konzentriert. Denn das ist durchaus ein riesiger Markt in Deutschland. Immer mehr Menschen steigen aufs Rad. Der Umsatz im Einzelhandel mit Fahrrädern und Zubehör, der lag vor 2 Jahren bei 7 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr wurden 4,7 Millionen Fahrräder verkauft. Allerdings steigt kontinuierlich dabei der Anteil von E-Bikes an. Der liegt nämlich inzwischen schon bei 43%. Damit kommt man schneller voran und schneller den Berg hoch. Und vielleicht ist das ja auch zunehmend eine Alternative, um damit zur Arbeit zu kommen. Denn Sprit ist teuer geworden. So teuer, dass die Bundesregierung zumindest hier für Deutschland einen Tankrabatt eingeführt hat. Der allerdings ist nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Die einen sagen, der bringt überhaupt nichts. Die anderen sagen, das Geld landet komplett in den Taschen der Mineralölindustrie. Andere wiederum sagen, naja, die Preise sind ja weiter gestiegen und deshalb könnte es doch sein, dass der Tankrabatt wirkt. Wir haben jetzt erstmals greifbare Zahlen, und zwar von der Markttransparenzstelle im Bundeskartellamt. Und mein Kollege Marvin Milatz aus dem NDR-Datenteam, der hat sich diese Zahlen mal angeschaut. Bringt der Rabatt was? Ja, zunächst einmal sehr viel. Schaut man auf den 1. Juni, also den Tag, wo der Tankrabatt gestartet ist, sieht man, dass die Preise an den Zapfsäulen wirklich deutlich nach unten gegangen sind. Über den Juni verzeichnen wir dann aber schon wieder einen Anstieg. Also da revidiert sich dieser Rabatt erstmals wieder. Und jetzt sehen wir seit ein paar Tagen eine ganz interessante Entwicklung. Nämlich hat sich der Dieselpreis vom Preis für Super und für E10 entkoppelt. Damit ist Diesel jetzt deutlich teurer als Super und kostet so um die 2 Euro zurzeit in Deutschland. Und wie hängt das miteinander zusammen, dass Diesel auf einmal so teuer geworden ist und sich da abgekoppelt hat? Dafür gibt es de facto 3 Gründe. Das eine ist etwas trivial. Der Tankrabatt ist ja letztendlich eine Reduktion der Energiesteuer und viele kennen das Stichwort Dieselprivileg, gibt es seit Jahrzehnten in Deutschland. Diesel ist weniger besteuert und der Tankrabatt reduziert jetzt einfach den Preis für den Diesel um weniger Cent als für Super. Auf der anderen Seite kommen noch 2 Verknappungseffekte hinzu. Zum einen kommt Diesel zu einem relevanten Anteil in Deutschland aus Russland. Und das gibt zwar noch kein offizielles Embargo, aber trotzdem haben schon viele Unternehmen ihre Lieferketten so umgestellt, dass sie das meiden. Das legt Druck auf den Markt. Und der dritte Punkt ist, dass auch der Heizölmarkt ja sehr volatil ist zurzeit. Und die Diesel und Heizöl sind zwar chemisch unterschiedlich, aber in der Produktion gibt es da Überschneidungen. Das heißt, auch da wird der Diesel halt etwas knapper. Jetzt wissen wir ja alle, dieser Tankrabatt, der ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Der endet dann demnächst auch wieder. Wie sind da die Einschätzungen? Wie ist da die Datenlage? Glauben Sie, dass dann die Preise wieder sehr stark steigen werden? Wie werden die sich entwickeln? Ja, also ganz plump, wenn der Rabatt wegfällt und die Energiesteuer wieder in voller Höhe draufgeschlagen wird, dann steigen natürlich auch die Preise auf egal welchem Niveau sie dann sein werden im Herbst. Wirklich seriös lässt sich das bei der aktuellen Marktlage nicht sagen. Momentan sieht es natürlich geopolitisch so aus, dass es eher noch Druck auf den Rohölpreis und auf die internationalen Benzinpreise und Dieselpreise geben wird. Das lässt einen so ein bisschen zu der Frage kommen, wie sinnvoll ist das Ganze dann gewesen? Und die Ökonominnen und Ökonomen, mit denen wir gesprochen haben, die haben da eine klare Meinung. Ein Kollege sagte sogar, es sei ein Wahnsinn, der da gemacht wurde. Und zwar ganz logisch ein knappes Gut, das auch noch quasi politisch gerade interessant ist, wird günstiger gemacht und dadurch wird der Verbrauch natürlich eher angekurbelt. Zum anderen ist es natürlich auch eine Verteilung von unten nach oben, dass man natürlich eher Autofahrer hat, die etwas wohlhabender sind, die mehrere Autos haben, die größere Autos haben. Und Leute, die Geringverdiener sind, kleinere Autos haben, die profitieren natürlich weniger stark davon.
Marvin Mielertz, Kollege vom NDR-Datenteam. Vielen Dank für diese Einblicke. Also das Bundeskartellamt versucht, für Transparenz zu sorgen, was die Preisfindung bei Super- und bei Dieseltreibstoff anbelangt. Die Zahlen, Daten und Fakten, die können Sie von jetzt an auch im Internet nachlesen auf ndr.de. Und wir schauen noch mal auf die Märkte. Ganz kurz, in den USA waren die Aktienmärkte ja geschlossen wegen eines Feiertags, des Unabhängigkeitstages. In den USA, in Asien sieht das ganz anders aus, aber da kein einheitliches Bild. In Shanghai sind die Kurse im Schnitt um 0,6% gesunken. In Hongkong endete der Handel unverändert, während in Tokio die Aktienmärkte mit einem Plus glänzen von 1%. Kann man sich also aussuchen, was man denn als Vorlage gerne nehmen möchte. Der deutsche Aktienindex, die Händlerinnen und Händler hier haben sich vielleicht steigende Kurse entschieden. Der DAX legt aktuell 76 Punkte zu auf 12.848. Das war's für heute von dieser Stelle vom Update Wirtschaft. Weitere Informationen rund um Börse und Geld erhalten Sie bei tagesschau.de und hier weiter im laufenden Programm. Machen Sie es gut.